Moin Moin und hallo Community, willkommen auf Smarty Let's Play. Es gibt weitere Neuigkeiten zu Dying Light 2. In diesem Video eine kurze Vorstellung der neuen Challenges, aber das Entscheidende, ich habe Background-Informationen zu Patch 1.2.1. Nicht 100% sicher, aber ich denke mir, für euch mehr als interessant. Ihr seid auf Smarty Let's Play, ich bin am Mikrofon wie immer der Smarty und fangen wir direkt an. Seit gestern gibt es die Challenge Flying Scorpion, eine neue Parkour-Challenge, die ihr schon die ganze Zeit im Hintergrund seht. Dazu werden am morgigen Tag, dem 17.03., 4 weitere Challenges veröffentlicht und hier schlägt der Leak ein. 1.2.1 könnte morgen mit ausrollen. Es ist nicht 100% klar, aber es sieht gut aus. Nur nehmt mich nicht bitte 100% bei Wort. Es ist und bleibt ein Leak. Aber in dem Zusammenhang habe ich, tolle oder interessante Infos, weil es einen kleinen Bug bei Techland gab. Jemand aus meiner Community, der am PC spielt, hatte schon Zugriff. Und ich kann euch, glaube ich, mit als Ersten heute hier ein paar Bilder und Sachen präsentieren. Und da seht ihr schon 1.2.1 da in der Ecke. Und als Erstes die zwei wichtigsten Fragen für euch. Können wir Infos zu Korek Sharp und zum Greifhaken geben? Und ja, die können wir. Nach diesen Infos scheint Korek Sharp, ihr seht es jetzt wieder, keine Teile mehr zu kosten. Ich blende euch sowieso ein kurzes Handybild, entschuldigt die schlechte Qualität, und einen kurzen Screenshot von dem Menü ein. Und da ist jetzt wieder zu sehen Teile 0 und ihr seht auch, dass es real ist anhand der Teile, die der gute Mann hier im Hintergrund im Lager hat, also nach dem Patch deutlich über 999 Teile. Aber er hat auch kurz den Greifhaken testen können. Ein ganz kurzes 8-5 Sekunden Video. Er kann sich wohl wieder mit mehrfachen Zügen direkt am Haus hochziehen, wie ihr ganz kurz im Clip seht. Das macht Hoffnung. Hoffentlich war das jetzt nicht nur ein kurzer Testlauf. Anscheinend gab es einen Bug beim Rollout. Ein paar User haben schon eine Version bekommen. Die war aber noch nicht fertig. Was jetzt wirklich davon morgen, übermorgen oder in den nächsten Tagen im Patch ist, kann ich euch leider nicht versprechen. Den Hinweis gebe ich ehrlich. Dazu noch die Ankündigung. Sollten die DLCs oder der Patch morgen ausrollen, bin ich natürlich direkt für euch live dabei und versuche dann auch mal einen Test von all den Dingen, die wir die letzten Wochen festgestellt haben, ob sie noch funktionieren und nicht. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich bin der Smarty, ich bleib's. Vielen Dank, alles Liebe, alles Gute. Ich bin raus. Man hört und sieht sich. Tschüss, tschüss.